Heute geht es um das Coronavirus, die Fahrlässigkeit, ja Verantwortungslosigkeit unserer Bundesregierung. Vergleichen wir das Handeln von Bundesgesundheitsminister Spahn, unserer Bundesregierung und der Europäischen Union mit dem Handeln der USA, Russlands und Israels. Genau das mache ich in diesem Video. Und ich bin entsetzt über die Stümperei. Meine Serie über die Inhalte meines Buchs bestimmt verschiebt sich. Gehen wir gleich ans Eingemachte. Was machten denn die Vereinigten Staaten von Amerika? Ab Sonntag, dem 2. Februar 2020, bereits ab 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, gab es einen Einreisestopp für ausländische Reisende aus China. Mit Ausnahme von Angehörigen von US-Staatsbürgern. US-Staatsbürger, die in den 14 Tagen zuvor in der schwer betroffenen Region Wuhan oder der umliegenden Provinz Hubei waren, mussten für bis zu 2 Wochen in Quarantäne. Und bereits am 30. Januar 2020 hatte Russlands Regierung die Grenze zu China teilweise abgeriegelt. Betroffen waren 16 Grenzübergänge. Am 2. Februar 2020 berichtete die jüdische Allgemeine, die Regierung in Jerusalem verhängte ein Einreiseverbot für Touristen, die innerhalb der vergangenen 2 Wochen in China waren. Flüge von dort dürfen nicht landen und die einheimische Linie El Al beteiligt sich an der Aktion anderer Gesellschaften, Reisen von und nach China zeitweilig zu stoppen. Dabei hat Israel bereits am 30. Januar alle Flüge von China storniert. Am 30. Januar. Und was geschah jedoch bei uns in Deutschland mit unserer ach so vorausschauend agierenden Bundesregierung? Ich will es Ihnen zeigen. Noch am 10. Februar titelte die Tageszeitung Die Welt: Warum landen in Deutschland immer noch Flugzeuge aus China? Dann sprach die Zeitung davon, dass aus Angst vor dem Coronavirus viele Länder ihre Einreisebedingungen verschärft hätten. Und dies habe ich Ihnen ja gerade bereits eindrucksvoll belegt mit höchst seriösen Quellen. Kann jeder von Ihnen sichten. Danach folgte dann der Satz in der Tageszeitung: Deutschland verteilt bisher nur Infoflyer und Verweis auf Hotlines. Auch sonst herrsche hierzulande eine erstaunliche Gelassenheit. So die Analyse der Tageszeitung Die Welt. Wie wahr? Viele Fluggesellschaften wie Lufthansa, British Airways oder auch Air France hatten ihre Passagierflüge nach China bereits kurz nach der offiziellen Bestätigung, dass sich die Seuche verbreitet, eingestellt. Aber am 10. Februar schrieb die Tageszeitung Die Welt, wie berichtet, dass nach wie vor täglich Direktflüge chinesischer Airlines auf deutschen oder europäischen Flughäfen landen würden. Vor allem nach Frankfurt oder München bringen demnach Non-Stop-Flüge in Großraumjets hunderte Passagiere aus Metropolen wie Peking oder Shanghai nach Deutschland. Laut Welt landen alleine 3-mal die Woche chinesische Flugzeuge in Berlin-Tegel. Und was verkündete Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, am 29. Januar? Wir blenden das mal eben ein. Wir werden darüber hinaus Reisende aus China verpflichten, entsprechende Formulare, die auch vorbereitet sind, auszufüllen darüber, wie sie zu erreichen sind in den nächsten 30 Tagen, wo sie sich aufhalten werden und dann eben entsprechend erreicht werden können. Und wir werden die Fluggesellschaften verpflichten, diese Informationen dann 30 Tage vorzuhalten sozusagen, damit sie im Fall der Fälle eben abgerufen werden können, um zum Beispiel im Falle einer Infektion Kontaktpersonen ausfindig machen zu können. Das ist doch effektives Krisenmanagement. Kopfschütteln ist meine Reaktion darauf. Im Deutschlandfunk sagte am 26. Februar der Virologe Alexander Kerkulé: Ich bin nicht mehr ganz so gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zumindest in Europa die Behörden etwas zu gemächlich das Thema angehen. Ich hatte ja schon frühzeitig gefordert, dass wir Einreisekontrollen an den Flughäfen machen, bei den Direktflügen aus China. Das ist nicht passiert. Daraufhin hat es dann Einschleppungen gegeben, zum Beispiel den Fall in München. So der Virologe, der Experte. Wir verlinken das Interview und ich empfehle vor allem auch den Abschnitt zu lesen: Spahn hat Ernst der Lage auf keinen Fall früh genug erkannt. Und darin geht es um die Verharmlosung der Gefahr. Nein, das aktuelle Coronavirus Covid-19 ist um ein Vielfaches gefährlicher als die Grippe. Und der Experte weist darauf hin, dass es bei der Grippe nur bei alten Menschen und bei sehr Jungen zum Tode kommen kann. Bei dem Coronavirus sei es anders. Er bringt das Beispiel einer Krankenschwester mit 35, die sich das Virus geholt hat, vorher gesund war, aber 3 Wochen später tot sein kann. So dieser Experte. Selbst Professor Drosten, der Chef der Virologie der Charité, stellt jetzt fest: Ich glaube nicht mehr daran, dass eine Pandemie vermeidbar ist.
Bereits am 25. Januar habe ich meine Abonnenten gewarnt, das Ganze hier nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn keiner von uns in der Lage ist, heute genaue Prognosen abzugeben. Und unsere Regierung muss doch die Gefahr kennen. Die Gefahr vor allem, wenn man zu lange zögerlich agiert. Wir verlinken die Drucksache 17-12051 des Deutschen Bundestags in der Infobox zum Video. Und diese stammt vom 3. Januar 2013. Das ist eine Unterrichtung durch die Bundesregierung mit dem Titel Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012. Ab Seite 55 finden Sie diese Risikoanalyse. Zu Beginn heißt es, das vorliegende Szenario beschreibt ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert. Dem Szenario ist der zwar hypothetische Erreger Modi SARS zugrunde gelegt, dessen Eigenschaften im Informationsblatt, die Anhang beschrieben sind und der sehr eng an das SARS-Virus angelehnt ist. Dann heißt es, die Ausbreitung in Deutschland erfolgt über eine Messestadt in Norddeutschland und eine Universitätsstadt in Süddeutschland. Und die Studie geht davon aus, dass in der Initialphase des Geschehens insgesamt 10 Fälle nach Deutschland kommen. Lesen Sie die Ergebnisse selbst ab Seite 55, wobei die Sterblichkeitsrate hier mit 10% deutlich höher ist, als sie es wohl bei dem aktuellen Coronavirus ist. Was die Verantwortlichen in der Europäischen Union und unsere Bundesregierung hier im Gegensatz zu den Regierungen in den USA, Russland und Israel unterlassen haben, ist für mich verantwortungslos. Selbst am 24. Februar 2020 berichtet die Tagesschau unter der Überschrift, was Reisende beachten müssen, Folgendes. Nach wie vor, und wir blenden das hier ein, gilt eine ausdrückliche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nur für die zentralasiatische Provinz Hubei, in der auch die Millionenstadt Wuhan liegt. Von nicht notwendigen Reisen in das übrige Staatsgebiet werde bis auf Weiteres abgeraten. Und am besten für mich, wer innerhalb Chinas unterwegs ist und nach Peking einreisen will, muss sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Das gilt allerdings nicht für Deutsche, die mit einem internationalen Flug direkt in Peking eintreffen und sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in China aufgehalten haben. Aber meine Damen und Herren, was geschieht denn mit den Deutschen, die dann zurückkommen? Und was geschieht mit den vielen Menschen, die dennoch aus China nach Deutschland derzeit kommen? Es ist unglaublich. Mich macht das alles wirklich fassungslos. Glauben Sie, China hätte Ende Januar diesen Jahres bereits 56 Millionen Menschen und später 400 Millionen Menschen abgeriegelt, wenn es sich nur um eine normale Grippe handeln würde? Unsere politische Führung bringt viele Menschen in unserem Land in Lebensgefahr und dafür klage ich sie an. Am 30. Januar sagte unser Bundesgesundheitsminister Spahn im Talk der Bild-Zeitung, ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist. Na schön, die Bild-Zeitung fügt dann sogar unterstützend auch für den Dümmsten hinzu, bedeutet, eine Maske bietet keinen zusätzlichen Schutz. Deshalb sahen wir ja selbst einen chinesischen Präsidenten Xi mit einer Atemschutzmaske, oder? Hygieneexperte Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow sagt dazu aber etwas ganz anderes. Er sagt, natürlich wird das Virus nicht über den Atem übertragen, aber er wirft Spahn eine Irreführung vor, denn die Übertragung des Coronavirus erfolge durch Tröpfchen über die Atemwege. Und dieser Experte empfiehlt natürlich eine Atemschutzmaske zum Schutz. Und er fragt sogar, wer hat dem Minister so einen gefährlichen Unsinn erzählt? Wir verlinken das alles in der Infobox zu diesem Video. Sie finden alle Quellen. Ja, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und Panik schon gar. Wo die Aktienhändler pflegen zu sagen, if you panic, panic first. Also wenn, dann ist es besser, als erster in Panik zu geraten. Sie wissen warum. Ja, Regierungen müssen eher beschwichtigen. Aber Regierungen sollten ihr Volk mit Respekt behandeln. Und diesen Respekt vermisse ich bei Merkel, Spahn und Co., um es sehr deutlich zu sagen. Schon am 7. Februar 2020 wurde ein Interview mit dem solchen Experten Jean-Marie Farrar im Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlicht. Bei 3 Seiten. Er sprach davon, dass der Umgang mit Erregern wie dem Vogelgrippe, Dengue oder Ebola-Virus über 20 Jahre den Großteil seines Berufslebens ausgemacht hätte. Und er fügte hinzu, dass man ja vor Dingen, die man gut kennt, gewöhnlich keine Angst hat. Dann sprach er jedoch davon, trotzdem mache ich mir jetzt große Sorgen. Fügte aber beschwichtigend hinzu, nur helfe es nichts, denn wir müssen ruhig bleiben und vernünftig handeln. Und in der Tat. Aber für mich hat die Bundesregierung verantwortungslos gehandelt. Handeln wir besonnen?
Aber dazu gehört rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen. Aussagen Spahns zum Mundschutz oder Formulare bei der Einreise sind für mich eine Verhöhnung der Menschen in Deutschland. In meinem Buch Fremdbestimmt zitiere ich den Verfassungsschutzchef Österreichs von 2002 bis 2008, Gerd Polly, den ich im letzten Jahr persönlich kennenlernen durfte. Mit folgenden Worten zitiere ich ihn. Die langjährige Zusammenarbeit und Kooperation mit den ehemaligen Alliierten hätten das Sicherheitssystem Deutschland bereits in einem Maße unterwandert, das in vielen Bereichen von einer Eigenständigkeit und Selbstständigkeit deutscher Behörden nicht mehr die Rede sein könne, sagt kein Verschwörungstheoretiker. Flößt Ihnen das Vertrauen ein? Wollen wir nicht lieber ein selbstbestimmtes Sicherheitssystem Deutschland und eine selbstbestimmte Regierung? Warum können unsere Politiker nicht leisten, wozu die Regierungen in Washington, Moskau oder Tel Aviv fähig sind? Sind das nicht einfache Fragen, meine Damen und Herren? Gott schütze Sie, Gott schütze Ihre Familien und Gott schütze unser deutsches Vaterland.